Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, die 91. Spiele-News Folge, Freunde. Und ja, heute geht es um das neue Rocksteady-Spiel. Ist ein Gerücht, Freunde, dass das Studio, die Batman-Spiele gemacht haben, an Justice League arbeiten, Freunde. Ja, und dieses Spiel soll für PS5 und Xbox Scarlett kommen. Die Batman Arkham Entwickler arbeiten angeblich an einem Justice League Titel für die nächste Konsolengeneration. Rocksteady arbeitet laut diversen Gerüchten an einem Justice League Spiel. Die Vermutungen existieren schon länger, erhalten jetzt aber wieder Aufwind. Ein neuer Leak will angeblich Details zum kommenden Spiel der Batman Arkham-Macher kennen. Angeblich kein Superman-Spiel in Arbeit. Entgegen älterer, anderslautender Gerüchte heißt es in dem neuen 4chan-Leak, dass Rocksteady nicht an zwei Spielen arbeitet. Statt einem Titel zu Superman und einem zu Justice League sei nur ein einziges Spiel geplant. Dabei handle es sich um das AAA-Projekt, für das der Entwickler derzeit neue Mitarbeiter suche. Es soll offenbar sowohl Multiplayer als auch Singleplayer-Aspekte bieten und Fans mit beiden Vorlieben zufriedenstellen. Die Ankündigung wird Anfang 2019 erwartet. Angeblich erscheint Justice League für PS5, Xbox Scarlett und den PC. Laut dem vermeintlichen Leak kündigt Microsoft die Xbox Scarlett noch dieses Jahr an. Eine ausführliche Enthüllung mit mehr Details sei Anfang 2019 geplant. Sony soll die PS5 angeblich jedenfalls zu diesem Zeitpunkt ankündigen. Der Leak spart nicht mit angeblichen Details. Demnach soll der Justice League-Titel zu einem relativ frühen Zeitpunkt spielen. Die Helden seien noch eher unbekannt und stünden am Anfang ihrer Karrieren. Ja, Freunde, jetzt sage ich euch, was für Charaktere man angeblich spielt in Justice League, in dem Spiel dann. Zum einen Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, laut Leak vermutlich Wally, der Sohn von Iris Rest Vater, dann Green Lantern, also Hal Jordan, Cyborg und Aquaman, Freunde. DLC-Bösewichte und Game als Service. Als Hauptbösewicht soll sich Starro entpuppen, der auch in den klassischen Comics den ersten Gegner der Justice League darstellt. Später kämen allerdings noch Darkseid und Brainiac dazu. Als Setting seien gleich mehrere Städte geplant. Ihr könnt angeblich nicht nur Metropolis und Gotham unsicher machen, sondern auch Keystone und weitere Orte, die später per DLC hinzugefügt werden sollen. Jede einzelne dieser Städte ist angeblich größer als Gotham City in Batman Arkham Knight. Ähnlich wie Destiny 1 oder 2 soll Justice League stetig erweitert werden und uns auf Jahre beschäftigen. Freunde, ich muss sagen, das hört sich interessant an. Ich habe jetzt schon irgendwie jetzt Bock auf dieses Spiel bekommen. Freunde, was sagt ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Diese neue Variation des älteren Gerüchts ist nach wie vor mit Vorsicht zu genießen. Dass Rocksteady an einem derartigen Spiel arbeitet, wirkt zwar relativ wahrscheinlich, wurde aber bisher in keinster Weise bestätigt. Die Gerüchte zu einem angeblichen Superman-Spiel der Batman-Arkham-Macher haben sich bisher jedenfalls noch nicht bewahrheitet. Auch die URL justiceleaguecrisis.com, die angeblich den Titel sowie das Projekt bestätigt, muss nicht heißen, dass der neue Leak der Wahrheit entspricht. Im Gegenteil, die Seite gehört wohl eher zu einem gleichnamigen Animationsfilm. Ja, Freunde,
Frage an euch: Was sagt ihr zu den neuen vermeintlichen Details zu Rocksteadys Sache hier, was sie machen? Entweder das Superman-Spiel oder dem Justice League-Spiel. Ja, Freunde, beantwortet mir mal die Frage in den Kommentaren, was ihr dazu sagt, zu den vermeintlichen Details. Ja, ich muss sagen, das hört sich alles schon echt interessant an, was für das Spiel geplant ist für Justice League. Ich muss sagen, ich finde es interessant. Freunde, was sagt ihr? Schreibt's in die Kommentare. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch die neue Spiele-News-Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Das könnt ihr hier machen. Und da oben, Freunde, gelangt ihr zu meiner letzten Spiele-News-Folge. Das war zu The Last of Us 2. Der Release-Termin ist leider immer noch nicht bekannt, Freunde. Aber es wurde ein Artwork gezeigt, was Joel und einem Begleiter zeigt, Freunde. Falls ihr wissen wollt, was für einen Begleiter Joel auf diesem Artwork hat, dann gelangt ihr hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Soccerboy, Game over. Ciao.